Ja, diesmal haben wir bei Ethik heute Dr. Reinhard Friedel zu Gast. Er ist Herzchirurg, Autor und vor allem ein Mensch mit Herz. Herzlich willkommen, Dr. Friedel. Ja, guten Tag, Frau Muster. Ja, ich würde gerne gleich mit einer Weisheit starten, die ich sehr schön finde. Die längste Reise des Lebens ist die vom Kopf zum Herzen. Und das habe ich so in Ihrem Buch auch wiedergefunden. Können Sie vielleicht mal kurz schildern, was auf Ihrer persönlichen Reise so die wichtigsten Stationen waren? Vom Herzchirurg zu dem, ja, wer Sie heute sind. Also ein Herzchirurg ist ein Handwerksberuf. Das ist ein Beruf, der braucht kognitive Fähigkeiten, wo wir unser Gehirn einsetzen, und der braucht auch manuelles Geschick und behandelt das Herz als ein Organ, als ein materielles Organ, als eine Pumpe. Und so habe ich auch viele tausend Herzen in meinem Leben operiert. Und in meinem Herzen ist dann irgendwann eine Frage entstanden. Und diese Frage war: Kann das Herz auch fühlen? Ist das Herz ein Organ von Bewusstsein? Und die ist dadurch entstanden, dass ich mich selbst viel mit Bewusstseinsarbeit beschäftigt habe, mit Meditation. Und in vielen Lehren, zum Beispiel im Buddhismus, auch in anderen, eigentlich in allen spirituellen Lehren wird ja das Herz, wird man ja aufgefordert, mit dem Herzen zu denken und zu fühlen. Und da entstand bei mir als Herzchirurg, als jemanden, der das Herz aus erster Hand kennt, natürlich die Frage: Ja, geht das? Oder ist das eine Metapher, die heute in den Zeiten der Neurowissenschaften keine Gültigkeit mehr hat? Ja, ich finde das so spannend. Wir alle fühlen Liebe. Wir sprechen darüber, wir malen Herzchen. Wir haben in jedem Film, in jedem Buch kommt irgendwie Liebe drin vor. Aber die Wissenschaft, die möchte Herz und Liebe irgendwie nicht zusammenbringen. Woran liegt das? Ja, das ist daran, dass die moderne Medizin den Körper, den Mensch sieht als etwas Mechanisches. Ja, also der moderne Medizin liegt so ein Mensch-Maschinen-Paradigma zugrunde. Ja, also das Herz ist eine Pumpe und die Lunge ist ein Blasebalg und das Gehirn ist der Computer, das Rechenzentrum, und die Arme und Beine, das ist die Robotik. Ja. Aber das ist eine sehr materialistische und reduktionistische Sichtweise von etwas, was man als Leben bezeichnet. Und Leben kann man nicht beschreiben, indem man seine Atome kennt. Ja, man kann aus der Sicht, also wir bestehen aus Wasserstoff, aus Sauerstoff, aus Stickstoff, aus Eisen, aus was wir bestehen, das kann man in jeder Apotheke kaufen. Das ist nichts Besonderes. Ja. Wie daraus aber in einem Akt biologischer Schöpfung ein bewusstes Wesen wird, was Bücher schreibt oder Musik macht oder liebt, das ist völlig unklar. Das kann niemand beantworten. Und so, wenn wir, also ich habe überhaupt nichts gegen moderne Medizin, ich finde sie großartig. Ja, nur wenn, sage ich mal, ein bisschen provokativ, wenn sie übergriffig wird und sozusagen sagt: Okay, wir reduzieren das jetzt nur auf Atome und auf eine Maschinenschau des Menschen, dann, muss ich hier mal mein E-Mail ausmachen, dann greift das zu kurz. Das ist ja das gleiche Phänomen. Sie hatten eben von dem Biomagnetfeld gesprochen. Also wir finden es ganz normal, vom Satelliten irgendwelche Nachrichten aufs Handy geschickt zu bekommen oder mit dem Computer zu agieren und rund um die Welt uns mit Computern zu verbinden. Aber wir glauben es nicht, wenn jemand sagt, da es findet Gedankenübertragung statt oder jemand fühlt etwas. Ja, eine Verbundenheit zu einem Menschen, der weit weg ist oder sowas. Also haben wir uns dieses alte Wissen irgendwie abgewöhnt durch dieses
technische Bild oder ist uns da irgendwie der Zugang verloren gegangen oder wie sehen Sie das? Den Menschen ist der Zugang nicht verloren gegangen. Die fühlen natürlich mit dem Herzen, was auch immer. Liebe, Gefühl, Mut. Es lässt sich aber schwer erklären. Ja, und deshalb haben moderne Wissenschaften haben so die Tendenz zu behaupten, das, was wir nicht erklären können, das gibt es nicht. Aber wir können vieles nicht erklären, oder? Man kann vieles Von nicht dem wir erklären. wissen, dass es das gibt. Trotzdem, ja, also man, und Sie haben gerade von Verbindung gesprochen. Ja, also zum Beispiel Herzen können sich synchronisieren. Und da gibt es also ganz viele wissenschaftliche Publikationen darüber, dass sich das Mutter-Kind-Herz, Vater-Kind-Herz synchronisiert. Die schlagen dann wie ein Herz. Aber das funktioniert auch über weite Distanzen. Ja, die Herzen von Menschen, die in Gefahr sind, können sich synchronisieren mit Freunden. Und das alles wurde in sehr aufwendigen Messungen gezeigt. Und es ist, niemand weiß wie. Ja, aber wir können es messen. Und niemand weiß wie. Und das ist zum Beispiel ein Phänomen, was aber überall in der Natur auftritt. Auch Glühwürmchen können sich synchronisieren. Ja, Wetterphänomene können sich synchronisieren. Und so denke ich, sollte man nicht sagen, dass man Dinge, die man nicht unbedingt erklären kann, dass es die nicht gibt. Das ist eine Dummheit aus meiner Sicht. Ja. Und das haben die Menschen schon immer gemacht. Ja. Also auch früher, wenn irgendwas nicht erklärbar war, dann wurde das einfach totgeschwiegen. Das heißt, wir entscheiden uns oft für den Kopf statt für das Herz, anstatt sie beide zusammen zu verwenden. Sie haben ja auch in Ihrem Buch geschrieben, die sind untrennbar miteinander verknüpft. Zerreißen wir uns dadurch nicht auch, wenn wir immer versuchen, so entweder oder, also sich zu entscheiden, ich denke etwas nur mit dem Kopf und möchte etwas komplett verstehen oder ich gehe ins Herz, also muss man das nicht viel mehr zusammen betrachten und nutzen im Alltag auch. Ja, unbedingt. Also ich meine, ich sage immer, das Herz und das Gehirn sind ein heimliches Liebespaar. Wieso sage ich das? Weil es ja eben diesen Spruch gibt, folge ich meinem Herzen oder folge ich meinem Gehirn. Ja, und wenn man ein ganzer Mensch sein will, muss man beidem folgen. Ja, und idealerweise sind die beiden gut verbunden. Ja, und wenn es dem einen gut geht, geht es dem anderen auch gut. Also das Herz und das Gehirn, die sind verbunden über elektromagnetische Felder, über Hormone, zum Beispiel das Glückshormon Dopamin spielt eine große Rolle im Herzen, spielt auch eine Rolle im Gehirn, über das Liebeshormon Oxytocin. Der erste Herzschlag wird durch das Liebeshormon ausgelöst, spielt auch eine Rolle im Gehirn. Sie sind verbunden über die Pulswellen, das Gehirn, die Neurochirurgen wissen das, wenn man den Schädel öffnet, dass Gehirn pulsiert im Rhythmus des Herzens und nimmt natürlich wahr, wie es geschaukelt wird über Drucksensoren. Und es ist verbunden über das Nervensystem. Und 80% oder 70% der Nervenbahnen zwischen den beiden laufen vom Herzen zum Gehirn. Da kann man sich natürlich fragen, was hat das Herz dem Gehirn jetzt alles zu sagen? Das muss jeder für sich beantworten, aber wir wissen heute, das Gehirn antwortet auf den Herzschlag. Dann kann man im Gehirn mit ganz feinen Tomographen herzschlag-evozierte Potenziale messen. Ja, also Herzkurven im Gehirn. Und wenn das Gehirn auf den Herzschlag hört und mit so einem herzschlag-evozierten Potenzial antwortet, dann beeinflusst das zum Beispiel unsere Fähigkeit zur Empathie. Aber es passiert auch noch etwas ganz anderes und etwas überaus Zauberhaftes. Dann sehen wir besser. Ja, also dann nimmt das nackte physiologische Sehvermögen zu. Und das heißt nichts anderes, als der kleine Prinz hat hier recht. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Essen gut. Ja, genau. Gleichzeitig habe ich mich gefragt, in Ihrem Buch Der Takt des Lebens,
Da schreiben Sie, dass wir zum einen den freien Willen brauchen und zum anderen das freie Herz. Das klingt erstmal gut, aber das Herz ist ja eher auf Mitgefühl, auf Gemeinschaft, auf es soll allen gut gehen ausgerichtet. Und unser Verstand ist ja doch oft, nicht immer natürlich, aber doch oft eher auf egoistische Ziele aus. Arbeiten die beiden dann sozusagen entgegengesetzt und ist es das, was dann auch krank macht im Endeffekt? Also ganz viele Herzerkrankungen sind keine Herzerkrankungen, sondern Beziehungsstörungen. Ja, also zum Beispiel Depressionen führen zu Herzschwäche, zu Rhythmusstörungen. Rhythmusstörungen wiederum führen zu Schlaganfällen im Gehirn. Ja, eine Beziehungsstörung mit einem anderen Menschen kann zu einem gebrochenen Herzen führen, diesem Broken Heart Syndrome oder Takotsubo, ja, was man als eine Es ist eine quasi eine Schockstarre des Herzens, eine Freeze-Reaktion. Und also die beiden müssen wirklich gut verbunden sein. Und das ist wie in einer guten Partnerschaft oder wenn zwei in einem Boot rudern. Es gibt ja dieses Gedicht von über wenn zwei in einem Boot rudern, dann ist eine kundig der Sterne und der andere ist kundig der Wellen oder der Navigation. Und dann wird da eine Seefahrt draus. Ja? Ansonsten gehen sie in die Irre. Und so muss man unsere geistigen, analytischen Fähigkeiten, schätze ich, sehr, sehr, sehr hoch. Ja? Aber wenn das abgeschnitten ist vom Herzen, dann ist man ein intellektueller Kastrat. Ja? Und das sehen wir auch in der Politik oder bei prominenten Menschen, die von ihren Herzen abgeschnitten sind. Die sind zu allem fähig. Ja, weil ihnen die Liebe abhanden gekommen ist, die Wertschätzung des Menschen. Also könnte man tatsächlich wortwörtlich sagen, dass wir mehr Herzlichkeit im Alltag brauchen. Wir haben ja dieses Wort auch. Wir haben sowieso sehr viele Herzwörter, Redewendungen auch. Also sollten wir die wörtlicher nehmen, dass wir das auch wirklich tun? Also zum Beispiel die Hand aufs Herz legen. So. Also die Hand aufs Herz legen ist ein uralter Ausdruck, dass man es ehrlich meint. Und es gibt viele psychologische Studien dafür, dass Menschen, die das tun, die werden auch als ehrlich wahrgenommen. Und dass es Menschen, die lügen, fällt diese Gestik sehr schwer. Auch das wurde psychologisch untersucht. Und ja, also auf das Herz hören, mit dem Herzen fühlen und aus dem Herzen heraus handeln, ja, das sind Fähigkeiten unserer organischen Intelligenz, die wir haben. Ja, und diese organische Intelligenz ist nicht eine Intelligenz, die auf maschinenbasierten Algorithmen beruht, sondern auch eine Intelligenz der Wahrnehmung und des Fühlens. Und das geht mit dem Herzen. Und wenn man das Herz und das Gehirn auf diese Art verbindet oder die Herz Aspekte mit hineinnimmt, dann entsteht etwas, was ich als organische Intelligenz bezeichne. Das macht uns zu Menschen. Und das unterscheidet uns von Algorithmen. Und ich habe auch nichts gegen künstliche Intelligenz, ist großartig, aber die basiert immer auf etwas, was schon da ist. Aber das Schaffen, die Kreativität, die Evolution, die Entwicklung, die Selbstentfaltung, des Seins, die basiert nicht auf Algorithmen, sondern aus organischen Lebensprozessen heraus, die wir letztendlich nicht ganz beschreiben können, weil Leben nicht beschreibbar ist. Es sind auch nicht die Gene. Ja, häufig über Gene geredet, dass die alles determinieren. Also ein Gen determiniert gar nichts. Solange es nicht einen übergeordneten Mechanismus hat, also mindestens mal eine Zelle, die diese Information liest. Ja? Also da gibt es kein bevorzugtes Le Level von Kausalität zwischen Gen und Zelle. Natürlich braucht eine Zelle hat ihre Gene. Ja? Und diese Gene sind wie Bücher in einem Regal und die liest es. Oder sie liest es halt nicht. Aber das Gen wird nur dann etwas
bestimmen, aus dem Gehen wird nur dann etwas wachsen, wenn es gelesen wird. Und was gelesen wird, das bestimmt nicht das Gen, das bestimmt die Zelle. Und die Zelle ist ein Mini-Universum. Ja, das ist ein sehr komplexer Mechanismus. Und wenn ein Gen nicht gelesen wird, dann ist es wie ein Buch im Regal, was keiner liest. Und ein Schmetterling und eine Raupe haben die identischen Gene. Ja, völlig verschiedene Phänotypen, völlig verschiedene Tiere, völlig verschiedenes Verhalten. Ja, und so, also man kann Leben auch nicht auf Gene reduzieren. Sie spielen eine große Rolle, sie sind toll, aber es ist eine Zutat wie auch das Herz, wie das Gehirn, wie auch die Leber meinetwegen. Also könnte man schon sagen, oder Sie schreiben das, glaube ich, auch so, dass die Natur eigentlich viel großartiger ist als das, was unsere Technik möglich macht, dass wir das nur oft gar nicht so sehen, oder? Genau, die Natur ist selbstorganisierend, sie ist selbst intelligent, sie ist selbsterkennend. Eine Maschine kann sich nicht selbst erkennen. Ja, sehr spannend. Sie sagen auch, oder das beweisen ja auch Studien, dass bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen eben auch Meditation hilft. Warum ist das so? Also kommen wir dann wieder mehr zum Menschlichen oder was macht die Meditation mit uns? Kommen wir wieder mehr in den Einklang, in die richtige Schwingung oder wie würden Sie das formulieren? Gut, Meditation ist ein Zustand von Präsenz. Ja, es ist ein Zustand von Gewahrsein des eigenen Seins, des eigenen Körpers, der eigenen Gedanken und Gefühle. Und da ist alles erlaubt, was erscheint. Ja, da ist dem Meditierenden ist alles recht, wenn ich mal so sage. Da wird nichts abgeschnitten, da wird auch nichts hinzugefügt. Und dazu zählt auch die Wahrnehmung des Herzens. Und wenn Sie einen Partner haben und den nicht wahrnehmen oder ein Kind und dieses Kind nicht wahrnehmen, ja, dann wird dieses Kind krank oder Ihr Partner wird sauer. Und wenn das Herz nicht wahrgenommen wird, dann wird es eben auch krank. Ja, das ist die Beziehungsstörung, die ich vorher auch gesagt habe. Aber das Herz ist, also Meditation und Erkenntnis hat auch etwas mit innerem Frieden zu tun, einer inneren Ruhe. Und das Herz ist ein Organ, was immer arbeitet, was immer schlägt, 100.000 Mal am Tag, viele Milliarden Mal im Leben. Es ist Das hört nicht um 17 Uhr auf und fängt dann morgens um 8 wieder an. Und so ein Herz, was immer arbeitet, braucht eine gewisse Ruhe. Das heißt, diese Ruhe, da darf dann mal eine bestimmte Zeit lang niemand auf das Gaspedal drücken, denken und wollen und machen. Und dieser Zustand von Ruhe wird durch Meditation begünstigt. Und deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt ganz viele Studien, dass auch bei Schwerstherzkranken, also Meditation, ein innerer Zustand von Frieden, Religiosität, eine gute Beziehung, Verbindung, sehr heilsam ist für das Herz. Und Und Sie empfehlen ja auch. Das spricht auch dafür, dass das Herz ein Organ eben von Bewusstsein ist. Ja, genau. Sie empfehlen ja auch, das Herz zu umarmen. Was meinen Sie damit? Ja, das ist ein physiologischer Prozess. Das Herz, und wir waren ja vorher schon bei der Freiheit, das Herz möchte auch gerne frei sein. Und dafür hat es zwei Flügel. Ja, und das sind die Lungenflügel. Und die sind rechts und links am Herzen angebracht. Und das ist jetzt einfach mal Anatomie. Und mit jeder Einatmung füllen diese Lungenflügel sich ein bisschen und pustern sich so ein bisschen auf und legen sich ganz, ganz liebevoll um das Herz und drücken das so ein bisschen. Mit jeder Ausatmung lassen sie es wieder los.
Das ist Herzatmung und die ist sehr unterstützend für das Herz, sehr unterstützend für den Blutfluss. Man kann aber auch noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ich mache mal mit jeder Einatmung meine Flügel ganz weit und gucke mal, wo mein Herz hinfliegen würde. Ja, das verlässt jetzt ein bisschen die Physiologie, das geht jetzt ein bisschen mehr ins Imaginative, aber es ist genauso wahr. Ja, sehr spannend. Und also das Herz umarmen hatten wir. Jetzt hatten Sie auch geschrieben, man soll sein Herz fragen, was es braucht und auch die Stimme des Herzens hören. Dann ist natürlich immer die Frage, wer antwortet mir da gerade? Also antwortet meine innere Stimme der innere Kritiker oder antwortet mein Ego oder antwortet tatsächlich mein Herz? Also wenn man geschult ist, kann man das ja auseinanderhalten, aber für Menschen, die das noch nie gemacht haben, ist das ja erstmal schwierig, das überhaupt zu erkennen, wer spricht da eigentlich gerade zu mir. Haben Sie da einen Tipp? Ja, das Herz ist ein sehr fürsorgliches Organ. Ja, das Herz versorgt alle anderen Organe mit Blut und mit Sauerstoff. Ja, das Herz ist selbstlos, wenn man so möchte, auch auf einer nackten physiologischen Ebene. Das Herz ist das Organ, was alle anderen versorgt. Man kann auch sagen, die Mutter aller Organe. Ja, und das Herz ist für sie da und das Herz ist von seinem primären Aspekt her wohlwollend und dem Menschen zugewandt. Ja. Und ein Herz kritisiert nicht, würde ich mal sagen. Also wenn ein Kritiker da ist, dann ist es wahrscheinlich ein Egoanteil, aber kein Herzanteil. Wenn es ruhig ist oder wenn es froh ist oder wenn da eine Freude ist, das sind Herzanteile. Eigentlich nicht so schwierig, ne? Das ist Ist keine Raketenwissenschaft, ja. ja, genau. Ich fand es jetzt noch so ganz spannend. Also Sie bilden ja schon so eine Brücke von Schulmedizin zu alternativer Medizin und auch zwischen Wissenschaft, Philosophie, Spiritualität. Also Sie haben sich ja mit vielen Themen beschäftigt und Sie sagen gleichzeitig aber auch, dass es nur eine Wahrheit gibt. Können Sie das nochmal erklären, wie Sie das meinen? Habe ich das gesagt? Ja. Ja, es gibt nur eine Wahrheit der Existenz. Ja, also wenn man das meinetwegen das Universum anschaut und unsere Welt und unseren Körper und darin unser Herz, dann ist das alles einer Existenz zuzuordnen. Ja, und das Universum ist so, da kann man keinen Stern weglassen oder den Mond mal eben wegnehmen oder das würde alles kollabieren und auch unser Leben würde kollabieren. Also aus meiner Sicht gibt es nur eine Wahrheit, die ist aber allumfassend und wir können mit unseren Sinnen immer nur einen Aspekt davon wahrnehmen. Ja, meinetwegen die Logik oder meinetwegen die Liebe oder die Schönheit. Und aber je mehr wir unsere organischen Möglichkeiten zur Wahrnehmung und zum Erkennen, auch zum Denken, einsetzen, umso mehr Aspekte dieser einen Wahrheit werden uns verständlich. Ja, und umso mehr wachsen wir auch und verstehen, dass wir auch als individueller Mensch ein untrennbarer Teil dieser einen Wahrheit, dieses einen Ganzen sind. Mir hat das Bild noch gut gefallen. Sie hatten geschrieben, es ist ein gewaltiger Unterschied, ob man die Temperatur in der Badewanne mit einem Thermometer misst oder ob man tatsächlich im Wasser liegt und das selber spürt. Das finde ich ist ein tolles Beispiel dafür, dass es einfach verschiedene Perspektiven für das Gleiche gibt. Und man hatte immer das Gefühl, man redet gegeneinander und man hätte getrennte Ansichten, aber in Wirklichkeit spricht man ja von dem Gleichen. Ja.
Ja, man spricht von dem Gleichen. Das Gleiche ist mit Spiritualität. Ja, Spiritus heißt auf Lateinisch der Atem in seiner ursprünglichsten Bedeutung, weil die Menschen schon immer verstanden hat, alles, was lebt, atmet. Ja, auch Bäume atmen. Ja, und die At Bäume oder Pflanzen atmen das ein, was wir ausatmen. Die atmen CO2 ein und machen dann mit Licht und Wasser wieder Sauerstoff daraus. Ja, den Sauerstoff atmen wir ein. Das ist eine physiologische Spiritualität. Wir sind in permanenter Wechselatmung mit der Natur. Und wenn wir inspirieren, dann atmen wir also Sauerstoff ein, und dieser Sauerstoff brauchen wir, um Energie zu produzieren. Ja, das ATP, das ist ein Molekül von Energie. Es gibt ja aber auch die andere Inspiration, und das ist der zündende Funke im Kopf, ja, also wenn wir inspiriert waren. Und da gibt es also interessante neue Arbeiten dazu. Also mit der Inspiration ist das folgendermaßen, dass die davon abhängt, ob wir einatmen. Also der Akt der Einatmung, ja, führt im Gehirn, also der Inspiration, führt im Gehirn zu Bereitschaftssignalen, also es sind Signale, die einer aktiven Willenshandlung vorausgehen. Also die Inspiration, der Akt der Einatmung, das Einsaugen von Sauerstoff löst im Gehirn inspirierende Gedanken aus. Und das ist also nicht publiziert in der Bäckerblume, sondern in Nature Neuroscience vor einigen Jahren. Und da sieht man, dass diese Verbindung, ja, von Spiritualität und Atem, die ist auch naturwissenschaftlich gegeben. Ja, das ist noch nicht so wirklich bekannt. Ja, das ist unglaublich schön und faszinierend. Und da wächst auch immer mehr etwas zusammen, was zusammengehört. Ja, also die Empirie und die Fühlwissenschaften, meinetwegen, oder die Bewusstseinswissenschaften. Das finde ich eine sehr schöne Sichtweise. Ja, und Sie sagen ja auch, dass Wirklichkeit und Realität nicht das Gleiche ist. Mögen Sie dazu noch mal kurz was sagen? Ja, die Realität, das Wort kommt von res, das lateinische Wort res, das ist die Sache. Ja, also als Realität bezeichnen wir Dinge, die wir anfassen können, die wir messen können. Ja, empirisch. So, und das ist so unsere Welt, wie wir sie halt sehen: Pflanzen, Bäume, Steine, Planeten. Das ist aber eben halt nicht alles. Ja, wir können viele Dinge nicht messen. Zum Beispiel Bewusstsein. Sind wir wieder am Anfang. Bewusstsein ist empirisch nicht nachweisbar. Ja. Gibt es aber. Ja, sonst würden wir zwei uns jetzt nicht unterhalten. Genau. Bewusstsein, also wenn man jetzt also die Realität erweitert um alles, um das eine, um das Ganze, da zählt Bewusstsein auch hinein. Und das ist dann, da würde ich sagen, das ist die Wirklichkeit. Das ist aber auch eine Begrifflichkeit, um etwas Unfassbares, Unsagbares irgendwie abzugrenzen von dem realen Materiellen. Okay, ich würde gerne nochmal zurückkommen ja, auf das Herz, was unser Hauptthema ist. Und es gibt ja diesen Begriff der Herzöffnung. Ich meine das jetzt nicht im chirurgischen Sinn, sondern im spirituellen Sinn. Ja, was hat es damit auf sich? Also, das ist ja ein sehr individueller Weg, aber vielleicht können Sie dazu nochmal was sagen. Was Das bedeutet das? Öffnen ist, sich zu erlauben, mit dem Herzen wahrzunehmen. Diese Sensorik, die das Herz hat, zum Beispiel für Wahrheit, zum Beispiel für Liebe, diese Sensorik, die zuzulassen und ganz bewusst mit dem Herzen zu fühlen, was auch immer es ist, das ist das Herz öffnen. Und da muss jeder seinen persönlichen Weg finden, wie er da hinkommt. Ja, wir alle nehmen die Welt unterschiedlich wahr. Ja, und
ihre Wahrnehmung von mir ist möglicherweise nicht die gleiche, die ich von mir habe. Und natürlich nimmt auch jeder Mensch mit dem Herzen auf eine ganz eigene Art wahr. Das ist ja auch das Wunder, das ist auch das Schöne, ja, dass das so vielfältig ist. Und da ist auch alles erlaubt. Ja. Das Herz ist kein Organ, was etwas abschneidet. Also das Gehirn, das sagt ja manchmal, na, das will ich jetzt nicht haben. Ja? Und das Hirn kann also immer etwas abspalten. Herzen können das nicht. Herzen interessiert nur die Wahrheit. Ja? Also das ist das Organ der Wahrheit überhaupt. Das ist jetzt die Wahrheit, das ist so wie die Wirklichkeit. Ja? Vermutlich ist alles wahr, auch die Lüge. Aber die Lüge ist auch ein Aspekt des großen Ganzen, die Nichtwahrheit. Nun, das ist wie Leben und Tod. Ja, beides ist wahr. Und wenn die Sonne untergeht, dann ist sie deshalb nicht gestorben, sondern sie geht in einem anderen Land wieder auf. Das ist auch wahr. Das weiß man aber auch erst, seit man weiß, dass die Erde rund ist. Und vorher hat man das nicht gewusst. So denke ich, dass das Herz so die Sonne im Planetensystem unseres Körpers ist. Und ja, und die wärmt uns, die wärmt andere Menschen und die öffnet uns auch, ja, die lässt uns aufgehen oder blühen wie eine Blume, die auch die Sonne braucht. Und es ist schade, wenn man das Herz nur als eine Pumpe sieht, als ein Organ, was Probleme macht, vor dem man Angst hat, ja, weil es einen Infarkt bekommen könnte. Wir hatten ja vorhin davon gesprochen, dass Herzen sich synchronisieren können, nicht nur zwischen Mutter, Kind, Vater, Kind, sondern auch zwischen Erwachsenen. Ist das möglich? Ist es denkbar, dass alle Menschen sich synchronisieren über die Herzen? Und was hätte das für eine Wirkung auf unsere Gesellschaft? Das ist mir eine utopische Frage. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber es gibt Forschungsprojekte, die das ausprobieren. Da gibt es ein Institut in Kalifornien, das nennt sich HeartMath, also Herzmathematik, und die beschäftigen sich also seit Jahrzehnten mit den Schwingungen des Herzens und wie sich diese Schwingungen synchronisieren können. Man muss verstehen, ein Herz schlägt niemals starr. Also wenn Sie jetzt eine Herzfrequenz von 60 haben, dann ist das ein Mittelwert im EKG. Aber wenn man es ganz genau nimmt, wird es immer ein bisschen schneller und ein bisschen langsamer. Nichts in einem biologischen System ist jemals starr. Kein Fluss, kein Bauch, kein Baum. Und so schwingt auch das Herz. Das sind so ganz feine Schwingungen, die sieht man nicht im EKG, aber die kann man messen. Und die kann man bei vielen Menschen gleichzeitig messen. Ja, und dass sie sich eben synchronisieren oder nicht. Ja, und das Institut versucht das auch in globalen Initiativen mit Menschen aus allen Weltteilen, die also sich dann zusammenfinden und zum Beispiel gemeinsam atmen und gucken dann, ob die Herzen sich synchronisieren. Und ja, sie tun es. Und ja, der große Oszillator ist der Atem. Mit jeder Einatmung wird das Herz ein bisschen schneller, mit jeder Ausatmung wird es ein bisschen langsamer. Ja, und wenn man also gemeinsam ins Atmen kommt, in die Spiritualität, in die physiologische Spiritualität, dann können sich auch Herzen synchronisieren. Und ja, dann werden wir wie ein Herz. Ja. Und dieses wie ein Herz sein ist natürlich etwas sehr Mächtiges, etwas sehr Starkes. Und man sieht das auch manchmal bei Völkern, die scheinbar sich nicht wehren können gegen übermächtige Angreifer und doch nicht besiegbar sind. Ja, weil sie sind wie ein Herz, weil sie ihre Herzen verbunden haben, ja, weil sie im Herz sind.
Und da meine ich nicht nur das aktuelle Zeitgeschehen, das gab es schon immer. Ja, es ist noch kein Volk dauerhaft unterdrückt worden, weil die Herzen wollten immer frei sein. Ja, wir haben es auch geschafft. Und es geht auch über Synchronisation und dann über dieses ein Herz sein, eine Kraft sein. Wunderschön. Haben Sie noch was Letztes, was Sie den Hörern mit auf den Weg geben möchten? Das Herz ist ein Organ von Bewusstsein und wenn wir auf unsere Herzen hören, wenn wir sie öffnen und wenn wir das wahrnehmen, was das Herz zu sagen hat, dann ist das ein Zeichen von organischer Intelligenz und das macht Freude, das macht Liebe und das macht das Leben einfach schön. Wunderbar. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für das nette Gespräch, sehr informativ. Und ich wünsche Ihnen auch weiterhin einen herzerfüllten Weg. Das wünsche ich Ihnen auch, Frau Muster. Dankeschön.